Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zur Forstwirtschaft 2017. Ich habe schon mal offscreen ein bisschen was gemacht, deswegen speichere ich jetzt hier zur Sicherheit nochmal. Ihr seht, wir haben 7.917 Credits und sind Level 6. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal... Moment, wo war's? Ja, wir können uns jetzt schon mal ein Dings geholen, denn dein Geschäft funktioniert so gut, dass du... dass du dir überlegen kannst, ein Homeoffice einzurichten. Am Markt läuft dir, sobald das Homeoffice eingerichtet ist, kannst du Aufträge entgegennehmen und Mitarbeiter einstellen. So, machen wir das mal. Homeoffice. Prachten, kaufen. So, ist gekauft. Und jetzt ist nur die große Frage, wo steht denn dann unser bewährtes Homeoffice? Muss ja irgendwo stehen. Wir können uns natürlich auch gleich hier noch abhängen. Den Trailer mit dem Kran inklusive leisten. Aber erstmal müssen wir hier gucken, wo das Homeoffice ist. Und das ist... Jo. Das ist eine gute Frage, ne? Da ist unser Bett. Ja, ja. Fahren wir einfach mal zu unserem Bett. Vielleicht ist es dort dann ja dementsprechend auch. Man weiß es nicht. Hier drin ist es auf jeden Fall nicht. Das ist, glaube ich, das Office, was am... was am Dings ist. Am Sägewerk. Und unser Bett muss ja irgendwo hinten sein. Da waren wir ja auch noch nie, ne? Weil wir sind ja bis dato immer so um 22 Uhr. Wurden wir ja nur automatisch... in den nächsten Tag geschoben. Warum sollten wir dann dementsprechend auch... Sollten wir dann dementsprechend auch was anderes machen? Oh, schön. Ab 19 Uhr kannst du schlafen gehen, um den Tag zu beenden. Ja, will ich eigentlich gar nicht. Ist so schön, dass es das Ganze hier gibt. Aber wo zur Hölle ist mein Homeoffice? Da kann ich schlafen gehen, aber mein Homeoffice ist... Wo ist das Homeoffice? Ich meine, gekauft ist es ja nur. Das heißt, es muss ja auch dementsprechend irgendwo zu finden sein. Ich fahre einfach nochmal zum Makler zur Sicherheit. Können wir auch immer hier querfeld einfahren. Das ist halt wenigstens hier mal ein Vorteil. Wir können jetzt mit 35 km über die Map hier cruisen. Mit den anderen Fahrzeugen geht es, glaube ich, noch schneller, aber ich glaube jetzt nicht, dass die, ja, was die jetzt so in der Richtung gut sein sollen, aber kriegen wir vielleicht später auch noch mit. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir hier das Homeoffice, und das ist gekauft. Ja, kannst du Mitarbeiter? Ja, Homeoffice, Level 6, das ist richtig. Level 7, können wir das erst pachten, dann können wir in die Produktion. Ja, aber wo zur Hölle ist es? Ist es hier oben? Nee. Wo ist denn das Homeoffice? Hier ist die Garage. Genau, da hat sich ja auch nichts verändert. Hier hinten ist ein Lager. Wie hat es genauso wenig getan? Also das hier gehe ich mal davon aus, dass es dann später mal das Office am Sägewerk ist. Aber Homeoffice finde ich jetzt nicht so wirklich irgendwie. Das ist die Scheune. Fahrzeughändler, LKW-Händler, Fahrzeugrückenpferd, Lager, Arbeiter, Produktion, Makler, Garage, Motel, Depot, Kieferfee, Mitarbeiter. Ja, ja, kannst du Homeoffice einrichten? Da wo zur Hölle ist das Homeoffice? Das ist eine gute Frage, was uns vom Spiel leider auch null erklärt wird. Weil ich höre schon gerne mal Mitarbeiter und Aufträge und alles so, ne? Das wäre schon cool. Aber dabei müsste man mir auch dementsprechend sagen, wo das ist.
Ich habe jetzt ein Büro für 1000 Credits gekauft und sehe es jetzt oder finde es nicht oder whatever. Wir fahren einfach mal hier weiter. Da, wo uns die Karte hier gerade mal noch nichts anzeigt. Ich meine, so groß ist die Karte jetzt nicht, aber... Vielleicht wird uns ja hier irgendwas angezeigt. Da ist ein Holzstamm, das ist ein Depot. Das ist ja schon mal ganz interessant, dass hier ein Holzdepot ist. Wir fahren einfach mal weiter, immer der Straße entlang. Vielleicht finden wir es, ja. Ich meine, wenn wir jetzt hier, gut, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Dinge hätten wir hier für ein Depot. Gut, da vorne ist auch noch ein Depot. Dass man das Ganze erstmal an den Depot so zwischenlagern könnte. Aber bis dato sehe ich jetzt noch nicht gerade viel von unserem Homeoffice. Ich meine, hier vorne haben wir noch mal ein Depot. Und da rechts ist ja dann irgendwie so, also kann man ja rein theoretisch nur geradeaus fahren. Weil irgendwo muss ich ja hier was geben. Obwohl das ja momentan nicht so wirklich danach aussieht, dass da irgendwas ist. Es gibt aber an sich auch in der Händlereinzeichnung kein Depot. Es gibt einen Harvester, einen LKW, ein Fahrzeug, einen Traktor, ein Rückenpferd, Lager, einen Arbeiter, eine Produktion, Makler, Garage, ein Hotel, Depot, Kiefer, Fichte, Buche, Eiche. Ist ja soweit ganz klar. Aber nur so wirklich in... Da unten... Du Heimatland. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg nach da unten. Ich meine, bis dato ist es eh 22 Uhr und wir sehen nichts mehr und können eh nichts mehr machen. Aber okay, haben wir das wenigstens mehr oder minder mal gefunden, aber halt die Esse fest. Da muss man wirklich erstmal so randommäßig über die Karte fahren, dass man überhaupt was sieht. Das ist halt das Problem. Man kann die Karte zwar von klein auf groß zoomen, aber so die komplette Karte hat man da auch nicht im Überblick. Ein bisschen doof gemacht. Ja gut, im Prinzip fehlt es hier an einer kompletten Straßenbeleuchtung. Ja, es ist viel zu dunkel im Spiel. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Bin ich mal gespannt, was wir mit unseren Mitarbeitern machen können. Aber da so ein Hauchmanagement haben, ich weiß es ja nicht, auch vielleicht so ein Hauchmanagement. Aber wo ist denn das? Auf der Internet, das zieht sich natürlich alles erst mal wieder 30 Jahre. Bis dato schlagen wir den nächsten Tag an. Bitte, dann gibt es hier kein Benzin. So, da haben wir hier Mitarbeiter. Das, die ganze Krypto, es ist alles miteinander verbunden, also schwer da oben. So oder so da rausgekommen, aber warum sollte ich... Da oben ist sogar noch ein Depot. Oh, guten Tag. Brunnen. Arbeiter. So, Arbeit, Auftragseingang, akzeptieren. Es gibt keine Aufträge, ist ja okay, aber... Arbeiter. Halt. Hier ist dein Homeoffice, ja, kannst du Mitarbeiter verwalten, wenn du das Gebäude besitzt. Ja. Ah, okay. So, Mitarbeiterabfindung 33.000 Schießmischdot, also fürs Feuern verfügbare Mitarbeiter zuweisen, Aufforstung und Baumfällung. Personalkosten 000. Okay. Dann stellen wir mal ein. Personalkosten am Tag, na gut, das passt ja. Da gehen wir mal zwei hier, stellen wir einfach mal 4er ein in der. Dann machen wir mal 3 in der, der Abholzung, 1 in der Aufforstung. Und jetzt lassen wir einfach mal kurz den Tag so vorspulen. Da haben wir hier ein Minus gemacht, aber wenn, so. Wir haben auch keine Aufträge hier irgendwie sondersgleichen.
Stellen wir noch einen fünften ein für die Baumfällung. Schließen. Allzu viel kann man jetzt ja gerade auch nicht machen. Man habe jetzt zwar welche für die Baumfällung beantragt, beauftragt, so rum. Aber wir haben weder hier Eingänge, so wie ja ganz schön Mitarbeiter verwalten. Ja, aber. Brr. Abgesehen davon, dass vier Bäume fällen, passiert da jetzt nicht allzu viel, ne? Und das Homeoffice ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, weiter hinten. Ich guck gerade mal, ob es hier sieht so aus, als gäbe es hier noch eine Abkürzung zu der Einrichtung, aber. Hier so, wo kommen wir denn da raus? Ach, guck mal an, da. Na gut, da müssen wir, ja klar, gut, dann können wir den kurzen Weg machen. Dann, uiuiuiuiuiuiui. Huch. Ja gut. Da kommen wir natürlich relativ schnell hin. Ist halt bloß die Frage, was machen die jetzt für uns? Ich meine, wir haben jetzt vier, also einen in der Aufforstung und vier ins Baumfällen gesteckt, ne? Kriegen wir da jetzt pro Tag irgendwie Kohle oder wo fällen die jetzt unsere Bäume? Das wäre ja schon mal irgendwie interessant, so zu wissen. Aber ich denke mal, das finden wir einfach im nächsten Part raus, meine Freunde. Deswegen danke ich auch einfach Hochballer fürs Zuschauen. Bis jetzt im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Lülü.